Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich brenne für die Fotografie und fürs Filmemachen. Ja, zum Filmemachen oder auch zum Fotografieren kommt hinzu, dass man sich doch immer wieder mal für ein neues Objektiv interessiert. Und so hat auch ein bestimmtes Makroobjektiv mein Interesse geweckt. Und in diesem Fall hat meine Vernunft erstmal gesiegt. Ich habe mir das Objektiv jetzt das zweite Mal über einen Kameraverleih ausgeliehen, weil ich mir eben noch nicht sicher bin, brauche ich dieses Objektiv wirklich? Kann ich das auch oft genug einsetzen, dass dieser hohe Preis von 1700 Euro gerechtfertigt ist? Und um dieses Objektiv geht's. Es ist das Laowa Weitwinkel Makroobjektiv. Es schaut aus echt wie ein Schnorchel und hat eine Blende von F14 bis F40. Also das heißt, mit diesem Objektiv muss man richtig viel Licht haben, um ja, überhaupt filmen zu können, weil sonst bleibt das Display komplett schwarz. Mit diesem Objektiv filmt man nur ganz spezielle Szenen. Also es macht keinen Sinn, damit irgendwie loszulaufen und auf Objekte draufzuhalten. Damit schafft man keine schönen Bilder. Denn man muss ein richtig starkes Licht erstmal aufbauen, ein Stativ aufbauen und am besten funktioniert dieses Objektiv an der Kamera mit einem Slider. Also das sind sehr, sehr hohe Folgekosten, die auf einen zukommen, wenn man sich für so ein Objektiv entscheidet. Zum einen ist die Spitze vorne wasserdicht, dann hat das Objektiv hier vorne LED-Lampen eingebaut und wenn man eine Powerbank hat, kann man hier über einen Schalter, der mitgeliefert wird, das Licht anmachen und auch dimmen. Ich dimme es jetzt mal. Seht ihr das? Geil, oder? Das Laowa Makroobjektiv unterscheidet sich auch nochmal grundlegend von allen anderen Makroobjektiven, die ich kenne, weil das Ding hier ist ein Weitwinkel. Also man shootet hier auf 24 mm und kann noch einiges von dem Hintergrund noch mit aufnehmen. Weil die anderen Objektive, das 90 mm oder das 100 mm Makro, welches ich kenne, da konzentriert sich ja alles nur auf das Objekt und da stellt man quasi kaum frei vom Hintergrund. Mit dem hat man die Möglichkeit. Und was auch noch ganz cool ist, das Objektiv kommt hier in so einem Sniper-Koffer. Der macht halt auch echt was her, aber man braucht den tatsächlich, weil wie soll man so ein Riesenobjektiv sonst im Rucksack transportieren, ohne dass es beschädigt wird? Also das macht schon Sinn. Und ob sich dieses Objektiv wirklich zu kaufen lohnt, kann ich nicht beurteilen. Aber Spaß macht es auf jeden Fall und der bleibt nicht auf der Strecke. Genug geredet, ich baue jetzt hier meinen Slider auf dem Tisch auf. Installiere die Softbox und nehme ein paar schöne Gegenstände auf, die jetzt hier bei mir im Haushalt herumliegen. So, jetzt gehe ich mal hier auf 100%. Also Acrylplatten schön und gut, aber die verkratzen so ultra schnell. Die habe ich erst einmal verwendet für meinen Zahnpasta-Shot und jetzt sind da schon überall Kratzer drauf, ey. Mei, oh mei. So, meine Einstellungen sind bei dem Shot Blende 14, ISO bin ich auf 1600 und meine Softbox habe ich auf 100% laufen. Oh mein Gott. Da freut man sich wie ein kleines Kind, echt, wenn man das sieht. Um jetzt hier die Kaffeebohnen zu filmen, brauche ich da drin Licht. Und jetzt schließe ich hier die Powerbank an.
Boah, geil. Also der Shot hat mich echt fasziniert. Wow. Jetzt schaue ich mal in den Kühlschrank, was der so hergibt. Sollte man jetzt zu Hause nicht unbedingt nachmachen. Und ich verzichte jetzt auch bewusst auf den Slider. So, ich bin mit meinen Ideen für heute am Ende. Ihr habt ein paar schöne Aufnahmen gesehen, die mit diesem Objektiv machbar sind. Wie gesagt, man braucht viel Licht und einen Slider und dann kann man im Videobereich einige schöne Sachen aufnehmen. Ob sich ein Kauf tatsächlich lohnt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin da hin und her gerissen. Wie ist denn eure Meinung zu diesem Objektiv? Hättet ihr ständig Verwendung für so ein Weitwinkel-Makro? Wenn euch meine Aufnahmen gefallen haben, gebt mir gerne ein Like für das Video und abonniert meinen Kanal. Jetzt sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee.